ob ich so schön bin. So, los geht's. Also danke, dass du mit uns das Interview machst. Kannst du dich noch mal kurz vorstellen? Genau, also ich bin der Moritz. Ich bin beim Tor-Projekt aktiv seit 2010 etwa. Und ich bin größtenteils verantwortlich dafür für das Netzwerk. Also einmal ist Tor ja eine Software. Die Software, die man runterlädt. Und die Software braucht ein Netzwerk an Rechnern im Internet für die Anonymisierung. Also ich weiß nicht, wie weit ich in die Tiefe gehen soll und erklären soll, was Tor eigentlich ist. Ja, ein bisschen allgemein. Also was können wir uns darunter vorstellen, außer eine Zwiebel quasi? Also warum habt ihr gerade das Symbol Zwiebel gewählt für euer Projekt? Vielleicht einmal so ein bisschen philosophisch zu Beginn. Genau, ja, das ist spannend eigentlich schon den großen Bogen dazu, was es eigentlich tut. Man spricht in der Informatik, spricht man von Anonymisierung von Internetverkehr. Das Problem mit dem Begriff ist, dass er überall falsch ankommt. Also das sieht man auch in den Medien, dass die Anonymisierung als was ganz anderes begreifen, als das, was es eigentlich bei einer technischen Anonymisierung darstellt. Mhm. Und eine technische Anonymisierung in dem Zusammenhang heißt, dass ich habe ein Kommunikationsmedium, sagen wir mal, wir haben das Internet. Und wenn ich dabei anonymisiere, dann verhindere ich, dass jemand sieht, wer mit wem wann kommuniziert. Okay. Die meisten Leute verwechseln das damit, dass man irgendwie mit irgendeinem Anonymen kommuniziert oder dass man nicht weiß, wer der Gegenüber ist. Ein schönes Beispiel ist immer, warum sollte man Tor zusammen mit Facebook einsetzen wollen. Aber es geht darum, dass ich als Benutzer mich zwar gegenüber von Facebook ganz normal mit meinem Realnamen auch offenbare. Das heißt, ich will nicht anonym sein. Ich möchte einfach nur, dass der Kommunikationspfad, mit dem ich zu Tor kommuniziere, anonymisiert wird. Das heißt, dass niemand von außen sehen kann, dass ich gerade auf Facebook zugreife. Aha. Gefällt das den Leuten dann im Endeffekt? Was würde Facebook zu eurer Idee sagen? Facebook unterstützt uns. Aha. Facebook hat momentan verschiedene Studien laufen, wie man mit Tor-Nutzern umgehen kann und wie man denen ermöglichen kann, auch teilzunehmen. Aha. Also Facebook hat absolut nichts gegen uns, aha, weil Facebook ist interessiert daran, ein Profil zu haben vom Nutzer und den Nutzer wieder erkennen zu können. Das verhindert Tor nicht. Okay. Also Tor ist deswegen auch für viele, ist eben dieser Begriff der Anonymisierung so überladen mit verschiedenen Bezügen aus der eigenen Lebensrealität, dass es eigentlich ein sehr unschönes Wort ist. Also wir sind dazu übergegangen, oft zu Zensurumgehung, von Zensurumgehung zu sprechen. Also wir haben einfach an vielen Punkten im Internet, man wählt sich ja erstmal ins Internet ein, jetzt hier irgendwie lokal ins WLAN. Das heißt, ich muss schon mal diesem WLAN-Betreiber vertrauen. Der sieht alles, was ich mache, was ich im Internet mache. Selbst wenn ich Verschlüsselung benutze, wie HTTPS, das ist ja schon mal ganz schön, dann ist die Strecke verschlüsselt bis zu meinem Zielpunkt, aber die Adressen nicht und wie viel Daten ich übertrage. Das heißt, für jemanden, der sich dafür interessiert, aha, wer ist dieser Mensch eigentlich? Was hat der für ein Kontaktnetzwerk? Mit wem spricht der? Da hilft Verschlüsselung gar nichts. Das heißt, wir brauchen eigentlich für ein sicheres Kommunikationsnetz sowohl eine Verschlüsselung, und da spricht man ja dann noch spezifischer von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung betont, dass niemand dazwischen das entschlüsseln können soll. Das wollen aus politischen Gründen viele Gruppen nicht. Also in Deutschland hat man ja diese E-Post eingeführt, die eigentlich sicher ist, die auch verschlüsselt ist, aber eben nicht Ende zu Ende. Das heißt, wenn ich als Kunde jemandem anderen was schreibe, gibt es in der Mitte einen Punkt, wo man abgreifen kann. Die sagen aus Sicherheitsgründen und so weiter, aber unser Anspruch ist für ein freies Kommunikationsnetz, auch auf Basis dessen, was die Menschenrechte garantieren, nämlich, dass man sich Informationen frei austauschen kann über alle Grenzen hinweg. Und das ist auch das, was ich immer gerne hochhalte, ist der Artikel 19 der Menschenrechte. Den muss man sich mal einfach auf der Zunge zergehen lassen. Okay, dann sag uns mal kurz quasi den prägnanten Punkt, warum dir das anscheinend so wichtig ist, wie man heraushört. Der prägnante Punkt ist, dass man als Mensch das Recht hat, Informationen und Meinungen frei anzuhängen und frei über Grenzen hinaus mit anderen Menschen auszutauschen. Und bei Tor wird das deswegen relevant, weil Tor ja nicht nur jetzt in westlichen Staaten benutzt wird, wo man sagen könnte, ja gut, dann gehe ich halt auf Facebook, dann weiß das Kabel Deutschland, dann weiß das hier der WLAN-Betreiber und so weiter, das interessiert die eh nicht, brauche ich keinen Schutz. Aber das ist dann brenzlig, wenn du in Kasachstan bist oder in Saudi-Arabien. Was in Saudi-Arabien gibt es zum Beispiel so Fälle, die halt dürfen frei ins Internet, da gibt es keine Zensur vorab, aber eine sehr starke Überwachung.
wenn da jemand politisch in der falschen Richtung operiert, also einfach ganz offen sich zur Wahl stellt zum Beispiel, passieren so Kampagnen wie, jemand loggt sich bei dem in sein Facebook ein und postet, dass er schwul ist. Und in Saudi-Arabien heißt schwul, du wirst von deiner Gemeinschaft ausgeschlossen und umgebracht. Das heißt, man hat eine unglaubliche Macht, wenn man die Möglichkeit hat, die Kommunikation von jemandem nachzuvollziehen und so vor allem, wenn man dann auch noch die Möglichkeit hat, da einzudringen und dem zu übernehmen. Da kann man sehr schnell sehr großen Schaden anrichten, wenn man das möchte. Und das passiert in solchen Regimen. Wie Vietnam, in Korea, also eigentlich weltweit, überall wird es immer relevanter, dass wir ein Kommunikationsmedium besitzen. Und das Internet sollte eigentlich so geschaffen sein. Für viele ist es so. Sie nehmen einen Telefonhörer und rufen die Oma an. Und da ist das vielleicht auch nochmal ein schönes plastisches Beispiel, warum Anonymität falsch verstanden wird. Du hast nämlich einen kleinen privaten Anruf dazwischen. Plastisches Beispiel, was eigentlich Anonymität bedeutet, weil wenn ich an eine Telefonzelle gehe und ich zahle damit Bargeld, da bin ich ja erstmal jetzt für das Kommunikationsnetz anonym. Keiner weiß, wer jetzt gerade an die Telefonzelle da hingegangen ist. Mag sein, vielleicht gibt es eine Videokamera, aber gibt es ja vielleicht auch gar nicht eine Videokamera. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, dieses Kommunikationsnetz zu betreten, zu benutzen, ohne mich zu offenbaren. Und jetzt rufe ich meine Oma an. Jetzt gibt es das, was man in der Informatik Authentifizierung nennt. Das heißt, da gibt es jetzt keine Verschlüsselung, aber es gibt eine Art Authentifizierung. Die Oma wird irgendwann feststellen, dass ich das bin. Da gibt es verschiedene Wege und das ist abhängig von den Kommunikationspartnern. Das heißt, Authentifizierung bei Facebook bedeutet, ich logge mich in meinen Account ein. Ob ich da jetzt mit Realnamen unterwegs bin oder nicht, das haben sie jetzt gekippt, dass man das sein muss, aber sie haben mich authentifiziert. Das heißt, das ist nicht mehr anonym. Und ich bin ja auch nicht anonym meiner Oma gegenüber. Das heißt, Anonymität ist immer sehr was sehr, sehr Relatives und sehr bezogen auf irgendeinen gewissen Teil des Kommunikationsprozesses. Wir können uns beide unterhalten und nie über unseren Namen sprechen. Kann man davon sprechen, dass das vielleicht anonym ist, aber eher auch nicht. Oft spricht man von Pseudonymität. Das heißt, wir kennen uns mit gewissen Eigenschaften. Wir kennen uns über Nickname zum Beispiel. Ich weiß deinen echten Namen nicht, aber ich weiß, du nennst dich Susi. Ob du wirklich Susi heißt, weiß ich nicht, aber ich kenne dich als Susi. Ich habe dich auch schon mal gesehen als Susi. Dann bist du für mich die Susi und das nennt man Pseudonymität. Im Gegensatz zu der vollständigen Identität mit Ausweis und so weiter. Und im Internet sozusagen hat man, wenn man nichts benutzt wie Tor, hat man sehr schlechte Karten, weil man eigentlich relativ schnell sich offenbart und zwar allen möglichen gegenüber, die durchaus mit diesen Informationen was anfangen können. Und das prägt sich in verschiedene Richtungen aus. Das sind einmal diese ganzen Werbenetzwerke, die zusammenarbeiten mit Adressverkäufern, wo du Adressdatenbanken kaufen kannst. Also man kann einfach ins Internet gehen und sagen, ich interessiere mich für eine Adressdatenbank von 18- bis 21-jährigen blonden Frauen aus Brüssel. Ach so, okay. Na, überleg mal. Ja. Überleg mal, was dieser Datensatz in den falschen Händen bedeuten könnte. Das könnte jetzt irgendein Stalker sein, das könnte einer sein, der sucht sich ganz gezielt irgendwie so und oder auch nur ein Pornoproduzent, der sich denkt, aha, ab 18 sind die frisch und knackig und ich kann die jetzt einladen in meinen. Das werden wir rausschneiden müssen, aber macht nichts. Ja, das weiß ich nicht, wo ihr das sendet. Für mir ist Kinder. Das wurscht. Ich freie Meinung. Ja, na passt. Ja. Aber ihr könnt es euch vorstellen, es gibt verschiedene Ebenen und das Tor geht es darum, das ist eine einzelne Komponente, die diese Anonymisierung erzeugt. Und dazu braucht es ein Netzwerk im Internet, nämlich die Idee ist dabei, dass statt dass wir direkt kommunizieren, suchen wir uns jemand anderen, nämlich zum Beispiel den da, der da rumsteht. Den Horst, ja. Der Horst, servus Horst. Und ich schreibe dir jetzt einen Brief und ich gebe dem Horst. Und der Horst hat jetzt einen Brief, nein, du kannst den so nicht weitergeben, weil der ist an dich. Was du machen kannst, ist deinen Umschlag abnehmen und dann siehst du, nur du, an wen der weitergeht. Und der geht noch nicht direkt an die Zielperson, weil sonst wüsstest du, wer wem schreibt. Du kriegst einen Briefumschlag, da steht der Benno drin, der steht jetzt hier. Ich nenne den jetzt einfach mal Benno. Und der Benno kriegt jetzt von dir einen Brief, da steht nur drauf, dass es an den Benno ist, dann macht er auch den auf
Und da steht dann drin, dass das an die Susi geht. Okay. Also an das heißt, die Person Susi. Im Endeffekt. Und die Susi macht einen Briefumschlag auf, der kommt von Benno, aber sie weiß nicht, wo er eigentlich herkommt. Du weißt zwar, dass du von mir einen Brief bekommen hast, aber nicht an wen er ging. Und deswegen brauchen wir diese, man spricht dann von Hops. Okay. Also man hüpft durch das Netz. Du brauchst mindestens 4 Hops. Naja, du hast den Empfänger und den Sender und dazwischen, was wir bei Tor standardmäßig machen, sind 3. 3 extra. Weil der mittlere weiß dann gar nichts, der leitet nur weiter. Der erste hat Kontakt mit dem Sender und der letzte hat Kontakt mit dem Empfänger, aber die sind so weit auseinander. Und dazwischen wird immer so verschlüsselt, also wenn ich jetzt gesagt habe, Briefumschlag aufmachen, dann wird das kryptografisch so verschlüsselt, dass es auch wirklich nur der Benno aufmachen kann. Okay. Das ist die zusätzliche Eigenschaft. Ja. Die hast du im Briefverkehr nicht. Im Briefverkehr könntest du jetzt hergehen und sagen, aha, das ist aber ein interessanter Briefumschlag, der ist ganz schön dick. Da, und dann gräbst du dich durch die ganzen Briefumschläge durch und weißt am Schluss alles. Aber dank Technologie, dank Verschlüsselung kann man das verhindern, dass er den Briefumschlag weiter aufmacht. Und man kann aber auch verhindern, dass wenn jemand den Briefumschlag zwischen uns abfängt, dass er den aufmachen kann. Ein Überwacher kann sehen, der uns beide sieht, aha, ich will eine Nachricht absetzen. Ein Überwacher, der dich überwacht, sieht, du bekommst Post, aber nicht von wo. Und daraus entsteht auch das Modell sozusagen, vor wem es schützen kann. Wenn wir jetzt jemanden haben, der diesen gesamten Prozess hier, wir stehen jetzt hier zusammen und wir waren jetzt alle hier da, ich habe schön meinen Briefumschlag gepackt, hier rumgereicht, dann spricht man von einem globalen Angreifer, weil der sieht den gesamten Pfad. Und von globalen Angreifer ist es möglich zu sehen, einfach aufgrund des Timings. Es sind natürlich, man muss das mal in Relation setzen, die Server, die wir betreiben, da sind so 70.000 Verbindungen zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, da läuft ganz schön viel Post rein und raus. Das ist dann nicht mehr ganz so trivial, wie hier steht eine Kamera und schaut uns zu, wie wir hier Briefumschläge hin und her geben. Aber es ist zumindest technisch mit statistischen Methoden möglich, das rauszurechnen. Aber nur, wenn ich eben Sender und Empfänger überwache und alle Torknoten, die dazwischen sind. Das kann, wenn dann die NSA, wobei von den NSA-Slides, die man jetzt kennt von über Edward Snowden, scheinen sie sich immer noch die Zähne auszubeißen. Also die scheinen immer noch nicht technisch in der Lage zu sein, genug Daten anzusammeln, dass sie weltweit wirklich so weit den Verkehrsfluss nachvollziehen können. Und ich finde es auch immer ein bisschen schade, wenn man jetzt sagt, okay, kann NSA Tor brechen oder nicht? Das ist gar nicht relevant, weil nämlich niemand anderes es kann. Man hat ja verschiedene Angreifer. Jeder hat sein persönliches Profil, von dem man sich schützen will. Der eine will sich vor seinem Ex-Freund schützen. Der Ex-Freund hat sich mal in die Mailbox eingehackt, hat auf dem Handy eine Tracking-Software installiert, die im Hintergrund läuft, als ich ihm noch vertraut habe. Und jetzt stalkt er mich. Das ist ein ganz anderes Modell. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit so Stalking-Opfergruppen zusammen, weil das eine interessante Personengruppe ist, die über elektronische Geräte gestalkt wird, die aber auch elektronische Geräte braucht, um sichere Wege zu finden, darüber zu sprechen. Ärzte. Diese ganze Sache mit Schweigepflicht und so weiter ist ja so weit aufgeweicht, dass es heutzutage ja ein Trivial ist, irgendeinen Journalisten zu überwachen scheinbar. Also es sind keine schönen Zustände, aber wir können versuchen mit Technologie solchen Gefahrengruppen versuchen, das richtige Werkzeug zu geben. Und das macht Tor. Wir machen die Software und ich auf der anderen Seite mache so ein bisschen das Netzwerk. Okay. Das ist super. Fast etwas kompliziert, aber ich glaube, wir haben es durch das Beispiel oder durch viele Beispiele gut verstanden. Alles super. Klar. Danke. Ja, danke euch. Danke. Viel Spaß hier noch.